Alter, Alter! Willkommen bei Benny und Steve. Mein Name ist Steve und wir spielen heute Fatal Midnight für euch. Und ja, dann wird's Zeit aufzuwachen. Meine Eltern sind in den Urlaub gefahren und nun muss ich mich um meine Schwester kümmern. Sie hat einige Probleme. Manchmal ist sie seltsam. Naja, also muss ich mich um sie kümmern. Alles war gut, bis ich mitten in der Nacht seltsame Geräusche hörte. So, was ist denn da schon wieder los? Was macht denn meine Schwester da drum schon wieder? Damn, those sound. My sister's probably feeling bad again. I have to check on her. Okay, meiner Schwester geht's nicht gut. Ihr geht's nicht gut. Ich sollte mal gucken, wie es ihr geht. Oh, so. Oh Mann, ich habe gerade so schön geschlafen. Es ist ja auch gerade mal 21.10 Uhr. So, gut. Okay. Tür. Haben wir eine Lampe? Irgendwie? Flash? Nein, wir haben nichts. So, wo ist denn das schwesterliche Schlafgemach? Ich muss nicht hier lang gehen. Ich muss erst nach meiner Schwester schauen. Ah, okay, gehen wir mal hier lang. Oh, Vater wollte den Boden auch noch reparieren. Hat er immer noch nicht gemacht. So, Schwesterherz, was los? Was? Wo bist du schon wieder? Hast du dich unterm Bett versteckt? Geht's dir gut? Ah, es ist seltsam. Sie ist nicht hier. Ich muss sie finden und fragen, wie es ihr geht. Ja, okay. Vielleicht sollte man die Bettwäsche auch mal irgendwann wechseln. Die ist schon ganz fleckig. So, okay. Finden wir hier noch irgendetwas? Nein, 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 nein. Leider nicht. Okay, gut. Wir gehen mal weiter. So, irgendwo muss er sein, die Gute. Schauen wir mal runter. Ah, so, ich versuche mal zu rennen. Das geht so semi-gut. Sollte ich hier oben erstmal nachschauen? So, Wäschekammer. Na, hier ist er nicht. So, Schwesterherz. Warte mal, aua, klemme fest. Die verdammte Tür hier in der Wäschekammer. Ist doch jedes Mal dasselbe. So, was haben wir hier? So, hier ist das Arbeitszimmer. Ist das elterliche Schlafzimmer? Nebenan. Oh, ich glaube, so ein Hefter hatte ich auch mal in der ersten Klasse. So ein Grün. Ah, schön. Also für so eine Taschenlampe, da würde mich freuen. Würde ich super finden. Okay, gut, wir gehen weiter. So, okay, vielleicht müssen wir auch einfach nur runter. Oh, warte, vielleicht nehme ich auch hier vorne die Treppe. Oh, warte mal, hier ist noch eine... Ja, warte mal, die Tür geht dahin, ist klar. Und die geht ins Schlafzimmer. Dann gehen wir runter. Komm, wir gehen runter. So, vielleicht ist er... Mama hat ja letztens Lasagne gemacht. Vielleicht ist er in der Küche und isst Lasagne. So, hier ist die Küche und... weder Lasagne noch meine Schwester. Das ist blöd. Okay, gut. Es gab auch Pizza. So, der Filter ist schon ziemlich cool, muss ich sagen. Also das Haus kennen wir ja schon aus diversen Spielen. Das ist so ein Baukastensystem, ne? Aber der Filter, der Filter ist übel. Sehr unangenehm. Und die Türen sind auch sehr unangenehm. So, ständig kriegt man hier ein paar Ditscht. So, Schwesterherz, was ist denn los? Wo... Okay, hier die Treppe vorne runter, wo unser Zimmer ist. So, ich muss am besten immer von der Mitte öffnen. Das ist seltsam, die Tür war vorher offen. Ja, dann, jetzt ist sie zu. Mach's doch bitte auf. Geht nicht, okay, gut. Schau mal kurz raus. Gut, draußen scheint es auch nicht zu sein. Na gut, hier vorne können wir auch rum. Es ist ein bisschen unwirklich gebaut, dieses Haus. Oh, da vorne ist... Schwester? Schwester, warte doch bitte. Steht die da jetzt? Die Schatten sind schon finster, ey. So, der Fernseher ist hoch an. Muss doch alles nicht sein. Muss doch alles nicht sein. Was? Was? Wie? Schwesterchen, was ist denn los? Hast du nicht Toilette? Hallo? Ah, Alter. Wie kann denn eine Wanne so aussehen, Alter? Ich verstehe auch ja nicht, warum jedes Mal jetzt mit diesen Subbesten hier so rinken, Alter. Ey, das ist... Hier schnarrt nur noch alles, ey. Leute, liebe Entwickler, übertreibt es nicht mit Subbesten. Und macht auch mal hier sauber. Ich verstehe nicht, dich irgendwie. Oben sieht es doch relativ normal aus. Wieso muss denn das so aussehen?
Ehrlich mal. Und die Wanne, alle. Das ist doch nicht geil. So. Die Tür öffnet sich auch verdammt langsam, Alter. So, okay. Gut, wir gehen mal weiter. Können wir das aufmachen? Nein, können wir nicht. Schwester! Jetzt warte doch mal! Sie geht scheinbar in den Keller. Ich muss ihr folgen. Wieso denn? Taschenlampe. Ich hätte eher eine Taschenlampe. Das geht so nicht. Ich sehe hier gar nichts, Alter. I don't see anything. The light is out. I need to find a flashlight. It's on the second floor near the computer. Alles klar, gut. Frage beantwortet. Near the computer. Warte mal, der war neben dem elterlichen Schlafgemach, bin ich der Meinung. Und da ging doch die Treppe hier hinten hoch. Genau. Ist für mich tatsächlich noch relativ blöd, mir diese den Grundriss reinzuprägen hier von diesem Haus. Der erschließt sich mir nicht. So. Okay. Seht ihr irgendwo hier die Taschenlampe? Ich sehe sie nämlich nicht. Ich sehe hier bloß so einen schönen... Aha. So, okay. Wir haben jetzt eine Taschenlampe. Oh, die hat tatsächlich auch ein bisschen Strahlkraft. Ich bin tatsächlich überrascht. Oh, aber das fühlt sich auch alles so an, als wenn du durch Kaugummi läufst, ey. Wahnsinn. Cool gemacht, sehr atmosphärisch, sehr atmosphärisch. So, Schwesterherz. Herzchen, was ist denn los? Wo bist du? Komm, sag mal was. Ach, da vorne bist du. So, wo ist er denn hin? Mausi, wir müssen hier nicht im Keller abhängen, Alter. Alter, Alter! Oh Gott! Ich bin die? Alter! Die Mutter aller Jumpscares, ey! Oh Gott, Alter! Oh Gott! Ey, nee, ey! So, gut! Alles ist voller Urin, fantastisch. Dann gehen wir mal weiter. Fantastisch. So, ist er jetzt wieder hoch, oder was? Ist doch krass, wenn wir rennen, haben wir natürlich nicht die Taschenlampe vorne, sondern wir rennen halt so mit der Hände. Ne? Nicht nach vorne. Schön, so. Okay, und im ganzen Haus ist Licht aus. Das ist auch toll. Oh, so, wo ist er jetzt hin? Als erstes hat mich meine Schwester ausgenockt und dann sind die Lichter aus, ja. Das ist fucking great. Soll ich jetzt nochmal hoch gehen? Ich geh mal unten nochmal lang. Ich lauf mal unten nochmal eine Runde. Telefon. Ich höre ein Telefon. Wo ist der Gott im Telefon? Komme. Bin gleich da. Im Wohnzimmer? Ah ja, hier, alles klar. Formell im Wohnzimmer. Hallo? Hallo? I need my pickles! Ich möchte niemanden anrufen. Hey, son. Ah. I know what happened to her. Go to your room. Under the bed, there is something that will help you. Oh, ist eine 1A KI-Stimme, Alter. Okay, gut, Sohn. Ich denke mal, das ist unser Vater gewesen. I need to go. Ich muss in mein Zimmer gehen und irgendetwas ist unter meinem Bett und das wird mir helfen. Alles klar. Unser Vater hat anscheinend mal gerade angerufen und hat gesagt, you know that. Und er weiß Bescheid. Was auch immer das heißen mag. Oh, das ist unser Vater. Ich hoffe doch nicht. So, okay. Dann, achso, warte mal. Hier ist unser Zimmer. Mann, Alter! Oh Gott! Oh Gott! Oh, ist das fies, ey! Mann, mach doch nicht sowas! Wie soll ich denn jetzt zurückkommen? Ich muss doch unter meinem Bett schauen! Was soll denn das? Was soll ich denn hin? Muss ich erst einen Schlüssel finden, oder was? Moment, sie jetzt aufgegangen? Oh ja, unangenehm, unangenehm.
Oh, okay. Schwester macht Spiderschwein. Schön. Schön, schön, schön. Ach, ist überhaupt nicht unangenehm. So, okay, unter meinem Bett. Was finde ich denn in der Alte? Außer Heftchen. So, quer. Achso, hier vorne, im Karton. Aha. Das ist also die. Das ist die Lösung. Und plötzlich haben wir jetzt hier einen First-Person-Shooter. Das ist ja toll. Das ist ja toll. Und ich soll jetzt meine Schwester. Der soll damit helfen? Oh Gott, ich höre Schritte. Wo ist sie? Oh, ist das fies jetzt, Alter. Oh, Schwesterherz. Papi, hat hier was? I can hear you walking around the first floor. I need to find her. Okay, sie ist unten im Erdgeschoss. Ich muss sie finden. Ist das fies. Ist das mies gemacht, Alter. Aber sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. So, ich würde mal die so ein bisschen... Alter, es ist so duster. Okay, sie ist rechts von mir. Ich kann jetzt auch nicht rennen, denn ist keine Taschenlampe da und nichts mehr. Ich sehe gar nichts mehr. Schwesterherz? Komm mal her, ich hab hier was für dich. Oh, da ist sie. Wackelt die jetzt hier einfach irgendwie rum? Hallo, Schwester? Bleib doch mal stehen. Läuft die jetzt im Kreis? Dann läuft die einfach entgegen. Nee? Da ist sie. Da ist sie. In der Küche ist sie. Sie hat sich noch ein Stück Lasagne geholt. Und die Mucke dazu, Alter. Dö, 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 dö. Will ich mich verarschen? Ich bin auch halt so mega langsam irgendwie mit dem Typen. Oh, da ist sie. Da ist sie. Sie ist ins Wohnzimmer gerannt. Bleib doch mal stehen. So, Schwesterchen. Da steht die doch gleich hinter mir. Ich seh doch, komm. Oh. Schwester, komm jetzt her hier. Komm jetzt her. Oh Gott. Oh Mann. Jetzt warte doch mal. Ich hab dich. Terrorists win. Was? Terrorists win? Okay. Kurz nach diesem tödlichen Zwischenfall Mitternacht trifft die Polizei am Tatort ein und nimmt Daniel fest. Wie sich herausstellt, hatte er eine Geistesstörung und nimmt Tabletten, was zu dem tragischen Vorfall führte. In Wirklichkeit hat die Schwester versucht, ihrem Bruder zu entkommen, indem sie sich vor ihm versteckte, um ihr Leben zu retten. Die Schwester war nicht von Dämonen besessen. Dies war alles nur in Daniels Einbildung. Nachbarn, die Schreie und Schüsse hörten, riefen ungeduldig die Polizei in der Hoffnung, dem unglücklichen Mädchen helfen zu können. Aber es gab keine Möglichkeit, sie zu retten. Das Mädchen wurde mit einer Schrotflinte erschossen. Daniel wurde in einer psychiatrischen Klinik eingewiesen, wo er erkannte, was an diesem Abend wirklich geschah. Boah, was ist denn das für ein Ende, Alter? Was ist denn das für ein mieses Ende, bitte? Unsere Schwester wollte einfach nur entkommen. Die war ja nicht besessen und wir waren hier der durchgedreht ist. Ja, hat jetzt nicht so lustig geendet, wie ich eigentlich gedacht habe. Leute, schreibt mir mal eure Meinung zu dem Video hier unten in die Kommentare rein, vielleicht auch mit einem Abo und wir sehen uns hoffentlich zu einem etwas witzigeren Video hier auf dem Kanal wieder. Bis dahin, tschüss.